So, leckeres Frühstück haben wir gehabt jetzt und Bäume, 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 Bäume habe ich natürlich nicht mehr mit. Ja, Mist, müssen wir nochmal ganz zurück. Kein Problem, machen wir. Und dann setzen wir das schöne Bäumchen hin. Und wir nehmen, glaube ich, mal Birken. Birken. Ich hatte auch schon überlegt, mal vielleicht woanders hinzugehen. Also woanders neu anzufangen, aber noch haben wir so viel zu tun hier eigentlich, oder nicht? Ich glaube schon, so. Was haben wir hier denn noch drin? Hier haben wir nur Pilze drin. Unsere gute alte Schrottkiste. So. Ich nehme die mal mit. Dann gehen wir einmal rüber und. Naja, das Ding ist nämlich noch mit. Das Knochenmehl. Aber der Kolben wieder am Werk. Der Kolben. Der Kolben ist am Werk. Der Kolben. Kolben und Co. KG. Wir sind für ihre Kolben da. Nur für euch. So. Die Kolben lassen wir jetzt aber mal beiseite. Und jetzt haben wir alles dabei, hoffe ich. War eine Mücke. So. Ja. Spaß beiseite, ernst aus der Ecke, jetzt mal. Wir müssen ja auch mal ernsthafte Themen wieder ansprechen. Sonst bekommt man hier nie vernünftig Zuschauer. Und das sollte unser Ziel doch sein. So. Warum rede ich eigentlich immer wir und ich bin ganz alleine? Das macht man so als alter Let's Play-Profi. Das wissen die meisten nur nicht. So. Genauso wie man immer so sagt und M. Ich setze hier mal ein Bäumchen hin und dann machen wir einfach mal ganz gerade mit immer gleichen Abständen hier einfach mal, das war schon ein anderer Abstand, oder? Nee. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hey. Sei nicht so. Und, das sollte dann erstmal die erste Baumreihe sein, die wir hier schön auch wachsen lassen können. Damit wir gleich gucken können, wie das aussieht. Höchst schöne Bäume am Wegesrand. Das soll nicht so viele sein, soll kein Wald werden, sondern einfach nur Wachse. So, nur eben, dass hier Bäume erstmal sind. So, wenn man jetzt hier reinkommen würde. Ja, müsste auf der anderen Seite dann auch noch gemacht werden. Gar kein Problem. Und dann gibt es hier vielleicht noch so ein, zwei Ausläufer, die nicht so gerade sind. Hier auch noch. Denn jetzt mal einer ganz weit weg. Da sind die Samen nicht so weit gekommen. So. Dann lassen wir die auch mal schnell wachsen. Wir haben es ja. Oh, wir sollten nicht alles verschwenden. Biskelin brauchen wir noch. Biskelin, auch ein ganz schönes Wort gerade. So, hier nochmal, da nochmal. Nach dahin können wir wieder einen Wald machen. Ich liebe Wald. Wald ist was Schönes. So. Und der letzte. Ah, war ja klar, braucht eine extra Wurst. So. Ich mache die großen weg, die stören mich nämlich immer. Und wir sollten vielleicht hier nochmal so einen kleinen Platz machen. Ich mache das mal mit der Hand lieber. Würde ich sagen, der ist auch hier der Platz. So ein kleiner, wo man hingehen kann. Hier hinter den Bäumen. Wo man zu den Leitern auch theoretisch dann kommt. Und das würde ich sagen, das ist so ein verschrumpelter einer Weg. Mal wieder mit der Hand, weil sonst geht hier alles kaputt.
Spannend geht's hier weiter. Mit einem Weg. Er wird kein leichter sein. Aber er wird auch nicht steinig und schwer. Er bleibt so, wie er ist. Ob du hier bist und nicht. So. Dann setzen wir mal von selber mal ein paar Knochenmehlchen. Knochenmehl. Die Geißel der Menschheit. Ja, wunderschön. So, hier nochmal was rein, da nochmal was rein. So viel haben wir auch nicht mehr. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns das gleich nicht ausgeht hier. Zack. Zack. Obwohl, hier müsste auch noch ein Weg hin. Machen wir eben schnell. Ich bin da mal so frei. Vielleicht führt der auch einfach hier hin. Ganz einfach gemacht. So, 27 habe ich noch. Da geht noch was. Aber hier sind auch überall ja noch Lücken, ne? Nein. So, 8 Stück, die verschwende ich jetzt nicht, nur weil ich es kann. Wir bräuchten da noch, ich will mir nochmal eine Schere machen. Um hier die Dinger wegzunehmen, die stören nämlich. Mit der Zweierhöhe. Da bin ich gar kein Fan von. Du Rassist. Hast du was gegen hohes Gras? Oh ja, ich hasse hohes Gras. Hohes Gras hat keinen Wert, hier zu sein. Dieses Gedankengut. Gedankengut ist auch so ein komisches Wort. Weil Gedankengut kann ja auch natürlich negativ sein. Es steckt aber das Wort gut drin. Warum? Das ist genauso wie bei, dieses Gefäß ist voll leer. Komm, da sind unsere lieben Ausländer doch verwirrt, wenn die Deutsch lernen wollen. Voll leer, was denn jetzt? Ich glaube nicht, dass es in anderen Sprachen auch so ist. So. Ja, nur ein Beispiel, ne? Aber das ist echt schlimm, wo ich gerade wieder Nähe gesagt habe, wie schnell man sich eine Sprache so angewöhnt. Wenn man jetzt zum Beispiel wie ich so mehrere Streams von jemandem sieht, der die ganze Zeit Nähe am Ende sagt, wo man selber sich das auch angewöhnt. Stört mich ein bisschen. Ich ganz ehrlich bin, ich will mir nichts von anderen Leuten angewöhnen, auch wenn es nette Leute sind, aber nein. Man sollte immer man selbst bleiben. Oh ja. Sei immer du. Außer du kannst jemand Besseres sein. Dann sei jemand Besseres. So. Haben wir es denn gleich? Ich sehe hier immer noch tausende hohe Gräser. Raus hier. Dreckigen. Wird gleich Nacht und ich muss hier Hasen mähen. So, was ist das denn jetzt? Guck, sieht doch schon viel besser aus ohne diese hohen Dinge hier drin. Natur, okay, aber nicht so. Nicht zu diesem Preis. Nicht zu diesem Preis. Hier bei Netto. Ja. So, guck mal, da haben wir doch schon ein bisschen hier das verschönert. Jetzt ist nur die Frage, werden wir eine Farbe benutzen? Ich glaube ja. Ich bin für weiß. Wir machen alle anderen Farben hier weg. Hier bleibt nur die weiße Bevölkerung.
Ja, ihr habt richtig verstanden. So, weg hier. Es wird Nacht. Es wird die Nacht. Nacht, 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 Nacht. Es wird euch auch. Disco. Dingelingeling. So, ich trinke einen Schluck. Ah, meine Hoffnung ist ja, genau genommen, dass diese Let's Plays niemals von YouTube gelöscht werden. Nimm die auch mal mit. Ist ja quasi dieselbe Seite und hohes Gras wollen wir nicht, haben wir gerade schon gesagt. So, die Blumen kommen natürlich zur Kirche, die blauen, das sind Kirchenblumen. Und für jede Blume... aber nur hier vorne, da hinten kann ruhig gelb werden. Obwohl, komm, nehmen wir auch alle mit. Nehmen wir alles mit, das ist ja alles umsonst hier. Ich würde mal gerne die Geschichte der Dorfbewohner. Dass die echt so dumm sind oder was mit denen nicht stimmt. Darf man noch behindert sagen, ob die behindert sind? Ich weiß es nicht. So, hier schön beim Blumen sammeln, das macht doch Spaß, macht das doch richtigen Spaß. Wann wart ihr das letzte Mal draußen und habt Blumen gesammelt? Seht ihr? So ist das nämlich. So, ich mach das auch lieber hier drin. Draußen ist es auch gerade zu warm, wenn man ganz ehrlich ist. Ich mag das ja auch gerne warm, aber manchmal übertreibt die Sonne ein bisschen. Sollte man ihr mal sagen, ne, dass sie ein bisschen übers Ziel hinausschießt gerade. Bin ja froh, dass sie überhaupt arbeitet. Ne, ist ja auch nicht immer so. Und ja. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, deshalb erzähle ich sowas. Passiert auch gerade nichts Spannendes bei mir im Leben. Man ganz ehrlich sagen. Obwohl, ich war letztens ja hier bei so einem Dart-Turnier mit einer Dartscheibe und Pfeilen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Aber naja, muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht alles können, ne? Das verstehen manche Leute ja nicht. Man muss nicht alles können. So. Jetzt packen wir hier noch mal ein paar Blümchen dazu. Manche Stellen wirken ja etwas leer jetzt. Wie da zum Beispiel. Und hier vorne, hier ist ja gar nichts. Vielleicht wird es gleich auch zu viel, ich weiß es nicht, aber man kann ja auch mal mit Blumen übertreiben, oder? Na, da sollte ich noch keine hinsetzen. Hier vorne vielleicht noch eine. So, reicht auch. Hier würde ich natürlich noch auf die Ecke schön eine setzen und dann sollten wir uns auf dieser Seite nochmal nach Baumkronen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Manchmal ist es schlimm mit mir. So, das ist eine Zweierbreite. Die haben wir hier ja quasi auch. Das heißt, hier kann ruhig ein Baum drauf. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 haben wir, glaube ich, gerade. 4. 4er Abstand. Das kommt, glaube ich, hin. Ja, kommt hin. Aber wir können ja auch so gucken. Jetzt nicht gerade einen Knick in der Optik haben. Ich weiß nicht, ob der da wächst. Das ist jetzt die Frage. Da müssen wir gleich gucken. Ja, das ist natürlich wieder sehr gut, dass der hier jetzt im, naja. Machen wir hier dasselbe Spiel oder das gleiche. Ich weiß nicht, ob dasselbe auch das gleiche ist. So gut bin ich im Deutschen nicht. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Knochenmehl. Und
der Scheißbaum, der nicht wachsende Baum wächst nicht. Zombie-Dorfbewohner stöhnt. Okay. Mal schwimmen mal schnell rüber zur Mühle und gucken, ob wir nicht noch ein bisschen Knochenmehl kriegen können.